You need to know that I'm a So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer Ausgabe von The Crew 2, der Beta. Wir sind wieder zurück hier im Hub, weil wir kurz das Ding wieder ausmachen. So, in unserem Hub mit unserem TTS, der ja jetzt mit einem kleinen Speedplay-Video mal ein bisschen ein Design bekommen hat, was ich mich mal ein bisschen mit ausgetobt habe, was man denn alles so machen kann. Und ja, ich muss sagen, bisher geht schon eine Menge. Logotechnisch so könnte aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr rein. Es ist doch relativ wenig vom Umfang. Ich weiß halt, wie gesagt, im finalen Spiel wird das, denke ich, mal anders aussehen. Da werden, denke ich, noch ein paar Logos reinkommen. Also das war ja erstmal nur hier, um ein bisschen rumzutesten. Und ja, ich würde sagen, ist ganz gut geworden. Aber der ist heute gar nicht Thema, weil die nächste Disziplin steht an. Wo wir jetzt mal gucken, welche wir da fahren. Da weiß ich nämlich noch gar nicht. Nebenbei möchte ich mal kurz erwähnen. So, hier, warte. Es ist ziemlich cool, dieser Crew 2. Merksam, ich sitze. Ich möchte hier auch offiziell nicht mehr ausstehen. Das ist der Wahnsinn. Ich sitze hier so scheiße bequem. Ich sitze in meiner ganzen Bude nirgendwo so bequem. Deswegen ist wirklich... Es ist schon geil. Ich habe mir auch gar keinen Bruch gehoben, das Ding die Treppe hochzukriegen zu meinem Schreibtisch, weil, ja, 30 Kilo sind 30 Kilo. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt noch Fliegen, Freestyle oder eben Offroad und ich habe irgendwie ein bisschen Bock auf Offroad und dementsprechend werden wir das heute machen, weil ich da Bock drauf habe. Das ist der ganz einfache Punkt. Mehr gibt es da nicht zu erklären. Ich habe Bock auf Offroad, da gibt es Rallyweight, Rallycross und Motocross. Klingt ganz gut. Ich würde mal sagen, da gehen wir doch mal gerne hin und schauen noch mal, was uns so Schönes erwartet. Neben diesem sehr, sehr geil animierten Live-Logo, habe ich ja schon mal erwähnt. Das ist sehr, sehr geil animiert. Ich bin Wade Palmer. Vielleicht kennst du mich. Das ist meine Show. Ich suche nach jemandem, der abseits der gesteckten Pfade fährt. Ich leih dir einen Wagen. Mal sehen, ob du es drauf hast. Worum es geht? Schnapp dir die Schlüssel und finde es raus. Gewinnst du, behältst du das Auto und nimmst an ein paar echten Rennen teil. Wenn nicht, dann bekomme ich ihn zurück und leb wohl. Aber du verlierst doch nicht, oder? Nein, ich denke nicht. So, gucken wir mal, was wir drauf können. Hier im Ford Raptor dürfen wir uns beweisen. Ja, was schön zu erwähnen ist, es gibt ja diese typischen Klassen nicht mehr aus der Crew 1. Da gab es ja eben, dass du Fahrzeuge in unterschiedlichen Klassen bauen konntest. Ich glaube, es geht zum Teil immer noch, aber es gibt, soweit ich jetzt gesehen habe, auch Fahrzeuge, die wirklich nur in dieser Klasse schon aufgebaut sind. Wie gerade eben der Lancia Delta S4. Das ist halt ein Rennwagen, der ist halt schon so. Es gibt auch ein DS3 Rally Car und auch andere Rallye-Fahrzeuge, Rennfahrzeuge, die halt einfach so sind, so wie ich das jetzt verstanden habe. Da gibt es, glaube ich, gar keine Grundbasis von. Zumindest soweit, wie ich das jetzt so sehe. Kann immer noch sein, dass es immer noch weiter dieses System gibt. Das werden wir jetzt noch herausfinden. Das können wir jetzt hier in der Beta gar nicht testen. Aber ich glaube, das Tuning-System ist nicht mehr so ganz so wie im ersten Teil. Customization gibt es weiterhin. Aber wie gesagt, die Fahrzeuge sind ein bisschen mehr schon in ihrer Klasse, sagen wir mal, nur tätig. Die sind dann nicht grundsätzlich in allen Klassen möglich. Ja, was ich jetzt nicht unbedingt verkehrt finde. Weil ich kann es halt eben auch Rennwagen reinbringen, wie eben den Delta S4. Der da gerade mal wunderschön bei denen in der Garage stand. Sehr sexy. Mir ist gerade wieder aufgefallen, dass mich so an der Synchro abfuckt. Nebenbei erstmal, dass ich die Deutschen nicht so geil finde. Plus, dass sie halt so. Also nicht mal null, nada niente, kein Stück Lippensynchron sind. Und ich bin. Oh, Alter, fuck. Kacke. Verkackt. So nada niente Lippensynchron ist, wenn man da drauf achtet. Dass, wenn einen das stört, dann fuckt er das richtig hart ab. Junge. Also ich weiß halt nicht, ich denke mal, da haben sie gar kein Werk drauf gelegt, weil Großteil der Cutscene gar nicht auf den Typen gelegt ist, der Quatsch. Also meistens siehst du dann andere Sachen, dementsprechend war es nicht so wichtig, dass es unfassbar synchron ist. Problem ist halt, sobald die Kamera mal auf ihn schwenkt, merkst du halt, dass er gefühlt einfach nur seinen Mund bewegt und irgendwo kommt Stimmen her. Das ist ein bisschen mehr. Das könnte er besser, Ubisoft. Das könnte er besser. Deswegen will ich es einfach. Ich werde es bald bei mir einfach mal auf Englisch mal antun und mal gucken, ob es da besser ist. Was Lippensynchron angeht, kann ich es mir ein bisschen vorstellen, aber ich glaube, da wird nicht auf groß drauf geachtet. Das wäre irgendwie, glaube ich, egal. Aber erstmal haben wir uns jetzt hier bewiesen im ersten Offroad-Rennen. Das, was ja anscheinend gar nicht mal so schlecht drauf war. Wir sind gar nicht mal so schlecht, also. Ja. Nicht schlecht. Schlecht, du, okay. Du und ich, wir müssen über deine Zukunft plaudern. Deine Zukunft. Komm, das Basecamp und dein neues Auto warten. Oh, neues Auto. Bin gespannt, was wir hier in der Klasse fahren dürfen. Bin sehr gespannt.
Bei Motocross gibt es ja hier auch theoretisch Motorräder, aber die werden wir, glaube ich, hier in der Beta nicht fahren. Also ich glaube, hier fahren wir nur normale Autos. Hey, sieh einer an. Du hast es geschafft. Jetzt bist du dabei. Also, willkommen in unserem kleinen Offroad-Paradies. Du findest jeden hier. Mudder, Mountain Climber und echte Sieger. Und ich wette, zur Letzteren wirst du gehören. Der Irre ist Tucker Morgan. Aber jeder nennt ihn Tuck. Er hält sich für eine große Nummer. Aber wir zeigen dem Baumknutscher mal, wie falsch er liegt. Baumknutscher. Bestes Wort der ganzen Let's Plays bisher. Das tun die meisten hier. Und das ist ihr Fehler. Die sollten sich lieber aufs verdammte Rennen konzentrieren. Ihr Fehler, unsere Chance. Deine und meine. Und wie ich schon sagte, du kannst einfach in den Shop gehen und dir das Auto holen, das da auf dich wartet. Nennen wir es einfach mal eine Investition in deine Zukunft. Den Rest davon, den musst du dir verdienen. Okay, ja, Rallycross ist halt wirklich richtig Rallycross, weil das möchte ich halt nochmal betonen. Wie gesagt, das meine ich halt mit Fahrzeugen, die spezifisch für diese Klassen sind. Wir haben hier halt einen Buggy für Rallyway, dann haben wir Motorräder oder hier eben das AX-Car oder Rallycar von Chris Meek, den DS3 WRC, der jetzt natürlich im Rallycross-Server, was natürlich ein bisschen Panne ist, weil er eigentlich natürlich... ein Rallycar ist kein Rallycross, das ist immer ein gewaltiger Unterschied, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Aber ihr seht halt, das sind halt vollkommen Rennwagen. Und ich weiß halt nicht, ob es dann im Spiel die normalen DS3 gibt und du halt zum Händler gehst und die Karre umbauen kannst. Oder ob ich höchstwahrscheinlich würde es dann halt den normalen DS3 einfach zum Kaufen geben. So würde ich das jetzt verstehen, weil, wie gesagt, ich sehe den halt jetzt hier als normales Rallycar. Ja, guck hier, Lancia 037. Das sind halt wirklich schon direkt, ja, sind direkt Fahrzeuge, die so umgebaut sind. Okay, ihr seht da Focus RX und sonstigen. Die sind halt direkt umgebaut für diese Klasse. Das ist natürlich dann was ganz anderes, also dementsprechend funktioniert das System hier ein bisschen anders als bei The Crew 1, was ich aber nicht verkehrt finde. Wie gesagt, dadurch kannst du spezifischere Fahrzeuge reinbringen, wie eben hier den hier. Was ich gerade immer lustig fand, als er ihn als Baumknutscher so bezeichnet hat. Hier stand Tucker Morgan, hier stand er am Moderieren. So direkt neben ihm so. Ah, ist ein Baumknutscher, den machen wir fertig, die Sau. Den machen wir richtig rund, machen wir den. Rund machen wir den. So nach dem Motto. Er stand ja wirklich direkt neben den und meinte ihn da fertig machen zu müssen. Kann man jetzt machen? Hören Leute unter anderem auch, dementsprechend, aber ja, ich will kein Buggy-Fan, ich bin Offroad, finde ich echt cool, aber ich bin halt null Buggy-Fan, ich finde die Dinge halt optisch einfach so, mich so gar nicht ansprechend, klar, die sind cool, aber, wenn ich gesehen habe, dass Rally Raid auch ein fucking Peugeot enthält von der Rally Dakar, würde ich auch gerne den Rally Dakar Peugeot fahren, aber na gut, hier ist nebenbei noch ein schöner Bus, der in Deutschland so nicht fahren dürfte, oh, perfekt, Fang und Stoß, dann war hier, ja, Mocktime. Ah. Was sind das? Sind R34 GTR-Fang? Was haben die denn hier verloren? Ich sag's dir nur. Kann ich hier hoch? Natürlich kann ich hier hoch. Natürlich, ja, was habe ich denn anders erwartet, dass ich da hoch. Oh. Ich habe jetzt gerade echt Schiss gehabt, dass ich jetzt irgendeine Lücke gefunden habe, wo du reinfallen kannst. Aber das haben sie Gott sei Dank ausgemerzt. Gut. Kann ich hier theoretisch auf die Bühne? Sorry, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen rüber mitnehmen, damit ich über Treppen hochlaufen kann. Was ist eigentlich für eine Karre? Normal steht doch von den Bossleuten immer die Karre hier rum. Also jetzt bestand der Valken rum. Irgendwo seine Karre stehen? Was fährt denn der? Ich will wissen, was der fährt. Ich will wissen, was ich fertig mache. Ich will nicht ich geh erstmal. Hol mal uns das Auto mal, komm. Ich will den gar nicht. Proto-Buggy, hä? Ist recht, wie gesagt. Hier. Hammer H1. Mercedes-Benz X-Klasse, ja, neu hier im Spiel drin, sogar als Raid-Version direkt, sehr, sehr geil. Der Rally Raid Edition, also ich schätze mal, die Raid-Fahrzeuge zum Teil hier, die X-Klasse wird es auch als normales Fahrzeug geben. Wie gesagt, es ist, glaube ich, fahrzeugabhängig. Hier auch Focus RS, den wird es auch als normales Fahrzeug geben, den wird man dann auch wieder umkonvertieren können. Den sehen wir ja, können wir natürlich noch aus The Crew 1, dasselbe GT4 Camaro und 73Z und sowas. Dementsprechend, wie gesagt, es wird Fahrzeuge geben, die auch diese Standardversion haben und umkonvertierbar sind. Bisschen weiß ich nicht, ob man dann eben nicht umweltkommentiert, sondern einfach die Fahrzeuge dieser Version dann kauft. Weil ihr seht hier, ne, da Rally Raid Edition, hier seht ihr den Unterschied. Und hier beim Tourrec steht halt nicht nochmal was dabei.
Boah, ich will den Touareg haben, Junge, Junge. Ich will den Touareg haben. Ach krass, in der selben Klasse fahren auch direkt Motorräder. Das ist natürlich cool. Junge hat die Klasse ganz schön viel Auswahl. Junge! Ist ja auch kostenlos. Ah, okay, den kriegen wir jetzt ab Kult 300 frei. Okay, der ist überhaupt wieder geil. Oh, das ist ziemlich geil. Die haben den 959 Weight drin. Das ist natürlich... Das ist sehr leicht Porno. Boah, da freue ich mich sehr drüber. Ey, da weiß ich schon, was ein Auto auf jeden Fall im Display, auf jeden Fall in unserer Garage stehen muss. Kann ich also, wenn uns jetzt wäre, wenn ihr ihr Autos holen, wenn ich zumindest hier. Ja, wow, ich kann fangen und das ist natürlich eine Menge, was ich da einstellen kann. Geil. Wir bleiben weiterhin sponsert bei Red Bull. Ja, gut, wie mir viele Events immer angezeigt werden und am Ende kann man die alle gar nicht fahren. Wie wär's, wenn du mit Rumfahren ein bisschen Kohle verdienst? Dieses Magazin will, dass wir Fotos für sie machen. Du siehst, was sie im Fotoalbum haben wollen. Es muss nicht sein, aber es wäre leicht verdientes Geld. Oh, die TDU2-Vibes kommen gerade hoch. Junge, die TDU2-Vibes. Ich sag's nur, weil da gab's auch diese Sache. Hier haben wir ein Fotoalbum, machen wir Fotos für mich, du kriegst auch Geld dafür. Ah, man merkt, Ivory Tower möchte back to the roots. Back to the roots. Oh, hier ist sogar ein X-Klasse. Mercedes-Benz. Darf ich doch X-Klasse fahren? Hä? Aber warum glaub ich, das ist ja Quatsch. Highspeed Drifter, Rally Wait. Ja komm, wir fahren jetzt mal Rally Wait und danach fahren mit X-Klasse. Aber wir können anscheinend doch X-Klasse fahren. Das finde ich geil. Weil ich wollte die sowieso mal fahren. Ich find die nicht Optik Gamer so scheiße. An sich ist es ein Nissan, ja, aber na gut. Es gibt eine Reihe von Checkpoints und du musst den besten Weg dazwischen finden. Da verirrt man sich leicht. Nur die Top-Fahrer treten hier an, was viel über dich aussagt. Werd aber nicht übermütig. Von der Einladung bis in den Kreis der Sieger ist das ein weiter Weg. Okay, wollen wir mal. Ja, aber die X-Klasse ist ja basiert ja auf dem Nissan. Ach Gott, ich weiß nicht, wie der Pickup heißt von denen. Man sieht es auch optisch gewaltig, wenn man die Heckpartie anguckt. Ich finde die Front aber sexy. Ich muss sagen, ich finde die Front leider geil. Ich weiß nicht, warum Mercedes einen Pickup rausgebaut hat. Das passt irgendwie nicht zur Marke, aber. Ah, okay, das ist ein Zeitrepp, alles okay. Ja, natürlich, ich schlage einen Peugeot, den ich noch nicht mal frei habe. Das finde ich fair. Aber die Landstriche sehen aber schon schicker aus, ne? Also die Landschaften sind schon schöner. Klar, es ist manchmal ganz schön viel Matschepampe, was man. Also die Autotexturen sehen gut aus, manchmal ist das Spiel ein bisschen Matschepampe. Was da einfach, ich glaube, dem geschuldet ist, dass das Spiel halt so fucking groß ist. Man einfach meint, mal die ganze USA darstellen zu wollen, mit, wie ich es ja letztes Mal erwähnt habe, einfach so gut wie keinen vorhandenen Ladezeiten. Und das ist halt schon. Das ist schon eine Nummer. Leider aber vielleicht natürlich manchmal die Grafik drunter. Also das Ding ist jetzt nicht mega detailverliebt. Also im Sinne von. Fuck. Scheiße. Also im Sinne von, dass jede Bodentextur aussieht, als kämen sie gerade frisch aus dem 4K-Spiel. Das meine ich damit. Also im Sinne schon detailverliebt, ist die fucking USA, klar bist du dann detailverliebt, aber ich meine, im ganz genauen Detail sieht das Spiel jetzt nicht brutal gut aus. Da gibt es bessere Spiele. Ja, die Fahrzeugmodelle finde ich ganz schick. Wie gesagt, ich finde das Spiel auch so einen leichten Comic-Look. Also das ist für mich noch nicht ganz realistisch, der Look. Das weicht noch ein bisschen ab vom Realismus, finde ich zumindest. Was ich aber nicht verkehrt finde. Weil es eh ein Arcade Racer ist. Und Arcade Racer müssen für mich auch nicht immer komplett realistisch wirken. Das finde ich passt einfach relativ gut zum Setting. Warum ist die Vorgabezeit jetzt einfach mal komplett links abgebogen? Da kann man ja nicht mehr erklären. Ich habe die jetzt einfach überholt, weil die halt meint, irgendwo anders rumfahren zu müssen. Ja gut, ich beschwöre mich nicht. Stimmt, ich müsste Sprünge ja gar nicht mitnehmen. Ich mache das ja eigentlich nur für die Follower, aber die Follower können gar nicht mehr steigen. Das ist die Beta. Ab jetzt ist Schluss. Also mehr Leute können mich nicht mögen. Alle, die mich mögen wollen, werden einfach gnadenlos erschossen. Ja, also so läuft das hier ab. Das ist leider kein hartes Business. Ja, das ist wie auf YouTube. Irgendwann später einfach mal abonnieren und zack, das war's. Also dann wäre ich vorsichtig. Dann wäre ich ganz schön vorsichtig. Da kann es ganz schnell nach... da wird es aber ganz böse direkt. Eieieiei. Das ist nicht gut. Ich sitze so bequem auf diesem Stuhl. Ich stehe heute nicht mehr auf hier. Ich lerne mich hier an und dann ist gut. Das reicht. Machen wir weiterhin Danke an Ubisoft. Und The Crew. Xnomic. Das ganze Ding. Ich bin immer ziemlich begeistert. Was ich das schon mal erwähnt habe. Rapsa. Ich hätte das jetzt gerne mit KI zusammengefahren, das Rennen. Weil ich glaube, das hätte noch mehr Bock gemacht. Es wird ja direkt kein Multiplayer. Wird es ja kein PvP geben. Das gab es ja vorher. Das haben sie irgendwie rausgenommen. Es gibt jetzt so Koop und so ein Shit. Was ich jetzt immer nicht schlecht finde, trotzdem PvP hat jetzt wirklich geschadet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch irgendwann nach und diesmal reinkommt. Aber wie gesagt, momentan gibt es kein PvP. Auch nicht zu Release. Also das hat nichts mit der Beta-Version zu tun, es ist auch im fertigen Spiel kein PvP drin. Das gab es den vorherigen. Habe ich jetzt auch nicht wirklich genutzt. Ich habe auch mehr das Koop-Feature genutzt, als in anderen mit Kumpels irgendwas zu machen. Das wird glaube ich auch hier weiter in der Fall bleiben, aber wieder, es wäre halt
Ne, wäre halt schön zu haben. Ne? Einfach so als Feature. Oh, ich möchte jetzt mal kompetitiv fahren gegen andere. Geht leider nicht. Yeah, noch mehr populär. Es geht nicht weiter, aber ich will Geld verdienen. Ich will neue Autos kaufen, mir eine Beta. Ja. Es gibt immer diesen Moment, an dem man erkennt, warum man Rennen fährt. Bei mir war es der Tag, als mein Bike und ich getrennte Wege gingen und ich mir zwei Rippen brach. Ich sprang wieder auf und fuhr weiter. Hab das Rennen sogar gewonnen. Ich wollte keinesfalls aufgeben. Die Details. Nur das, warum sich später Geschichten ranken. Okay. Ich weiß nicht, wer das war, der mir die Geschichte erzählt hat. Ich weiß nicht, ob es unser Bossgegner war. Das könnte ja sein. Oh ja, zurück gebrochen. Ich hab Fliegen genommen, ich hab Physik geholt. Ja, ich bin richtig krasser Motherfucker. Das ja nur. Er ist echt ein ziemlich krasser Motherfucker, weil. Kann man machen, ne? So, wir haben ein Motor abgehört. Was gibt das hier wieder für Details? Steigert den Follower gewinnen und Windschattendistanz. Ja, geil. Nehmen wir mit. Und nochmal einen Auspuff. Das hat nur noch ein paar hier. Steuergerätgetriebe, sonst tust du mit dem normalen Auto tust du dir nichts, oder? Nee, du bist soweit ganz normal. Ah, 100 TTS. Aktivitäten können wir hier gucken. Ah, ultimatives Fahrzeug. Oh, Offroad gibt's einen Helikopter. What the fuck, geil. Hier gibt's einen P1. Ah, da war das der Helikopter-Seite. What the fuck, was hat denn der Helikopter mit ihm verloren? Aber wir kriegen einen Helikopter. Ui. Ich wusste gar nicht, dass es Helikopter gibt. Anscheinend gibt's Helikopter. Anscheinend aber nur, wenn man den Gegner gewinnt. Geil. Okay, hier kriegen wir den Valken, hier kriegen wir den P1. Okay, das ist okay, kann ich beleben. Hier aufstellen können wir natürlich weiter unsere Crew machen, die wir dann antreten können lassen können. Ich denke mal, die kann man auch weiterhin Missionen ansetzen, dass man mit denen einfach Geld verdient. Weil das habe ich ja. The Crew 1, mein Hauptgewinn am Ende war, euch in Fraktionsmissionen zu schicken. Da hast du halt ein paar Stunden mal eine halbe Million gemacht und konntest dir halt einfach alles kaufen. Das war vielleicht ein bisschen overpowered, aber hey, ist das hier nur. So, wir haben noch ein wunderschönes Offroad Racing Rennen mit der X-Klasse. Das wollen wir mal machen. Machen, tun. X-Klasse Event. Geliehenes Fahrzeug, ja, geil, Mauer. Ich hab gedacht, dürfen wir hier nicht fahren, der Beta, aber doch, dürfen wir. Geil. Bei diesem Rennen fährst du ein Mercedes Pickup. X-Klasse. Genau wie die Konkurrenz. Das heißt, es kommt auf den Fahrer an. Und das sage ich, weil ich weiß, dass du der Beste da draußen bist. Ach, danke schön, dieses Rumgeschnulze, Alter. Und am Ende liegen wir uns küssend im Armen. Bei Kerzenlicht. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, Alter. Kein Scheiß, Alter. Noch mehr rum. Ist ja hier. Okay, man fährt auf jeden Fall nicht gegen direkten KI. Also, es ist ja wieder Zeit. Gibt's Rally Raid nicht mit direktem KI-Kontakt? Das fände ich sehr, sehr schade, wenn die KI hier keine Routen finden könnte. Das kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass es daran liegt. Aber gibt es wirklich nur ohne, nur mit Passiv, nur mit Zeit? Das finde ich sehr schade. Weil ich finde auch Rally Raid ist recht, macht der, also Raid in echt ist sehr, sehr viel mit, mit einer Fahrer zusammen eiern. Das hätte ich hier halt auch ganz gerne, aber irgendwie ist das, glaube ich, nicht so ganz der Fall. Was ein bisschen schade ist. Oder vertue ich nicht einfach. Wenn ich mich ja tue, bitte in den Kommentaren aufklären. Vielleicht ist Rally Raid doch mit KI, aber hier in der Beta halt nicht. Das würde mich sehr interessieren, weil ich das ein bisschen. Ja, ein bisschen nicht an Schade finde, weil ich würde halt sehr, sehr gerne mit anderen KI-Leuten hier rumböllern. Ich hätte halt gerne richtig Konkurrenz hier im Raid. In der Zeit sehe ich nicht als Konkurrenz, hätte ich mir ein bisschen mehr. Klar, hier Routen finden und so ist cool und allem und voll fancy und krasse Stuff, aber. Ich meine ja nur. Cool wäre es halt schon, ne, wenn man halt mit den Gegnern hier rumpacken würde. Aber im Moment ist das nicht so. Also, im Moment bin ich da ein bisschen enttäuscht. Allerdings, das ist ganz cool. Wie gesagt, von hinten sieht es aus wie Nissan mit dem Mercedes-Logo. Vorne finde ich es ganz fett. Also muss ich halt sagen. Ja, finde ich nicht verkehrt, ne? Wer die aufbaut, ist einer rum. Also, ich weiß nicht, ob es ein Werkswagen ist. Das könnte gut sein. Oder einer hat den schon gekauft. Das kann auch gut sein. Das sind zwei Möglichkeiten. Du wirst eine neue Bestzeit fahren. Und ich werde sie knacken. Ach, ah, das wird also der Trucker sein. Okay, dann wird das der Bossgegner sein. Okay. Das ist ziemlich ein Arschloch jetzt schon. Ich mag ihn jetzt schon nicht mehr. Ich muss aber sagen, das Offroad-Fahrverhalten ist auf jeden Fall besser als bei Q1. Der Wagen reagiert jetzt mal auf Bodenwellen, so wie sie es gehört. Also er reagiert drauf und hüpft sich wild durch die Gegend. Also Q1 war es teilweise so ein bisschen so ein Zufallsprinzip, wo dein Wagen gleich beim nächsten Bodenwelle landen wird. Das war so ein bisschen ein Need for Speed-Effekt. Durch? Nein, kann ich nicht. Okay, super, danke für den Hinweis. Aber ja, wie gesagt, die Springer werden hier ein bisschen besser abgefehlt. Das finde ich sehr angenehm, weil es Offroad-Fahren. Wow! Stein!
deutlich mehr Spaß macht. Also es macht mir deutlich mehr Spaß als der letzte Teil. Aber weiterhin wird es so sein, dass mit Offroad-Fahrzeugen Offroad einfach besser durchkommt. Also mit Schwarzfahrzeugen müsste das sehr, sehr gut ausgerüstet werden. Was ich aber weiterhin als sehr, sehr gutes System finde. Hat TDU damals so gemacht, fand ich die TDU geil. Damit fahre ich mit den Fahrzeugen, die für das Gebiet sind, auch die Strecken. Das ist irgendwie ganz geil, weil man damit auch die Abwechslung hat. Oh ja, man könnte über eine Schaufstraße springen, die Leute da drunter werden sich gar nicht wundern. Eigentlich sind es offizielle Events, aber irgendwie absperren tut keiner hier was, ne? War sie trotzdem offen. Mike, die Jungs von Live leben so ein bisschen am Limit. Also, die leben nicht am Limit, die lassen Leute am Limit leben, so rum. Also, da ist doch ein gewisser Bedeutungsunterschied. Kann ich hier nicht abkürzen? Okay, ich sollte jetzt vielleicht zurückfahren. Jetzt haben wir nämlich gleich ein Problem mit der Zeit. Scheiße! Kann ich nicht zum Boot wechseln? Komm ich nicht mehr raus, oder? Doch, komm, ich brauche. Ich glaube, ich werde es aber zeitlich nicht mehr schaffen. Scheiße! Oh ne, der graue Punkt kommt jetzt noch, oder? Bin ich sicher. Ich habe gedacht, wir können da durch. Ich fahre fucking S-Klasse. Warum kann ich keine See durchqueren? Ja, warum denn nicht? Ich glaube, der KI-Spieler kommt erst noch dahin, ne? Das ist der graue Punkt unter der Karte. Da fühle ich mich. Aber ja, Offroad Raid, ich darf nicht in den See fahren. Ich glaube, zack, Alter. Wie kommen wir denn da hin, Alter? Ist ja traurig. Ich glaube, da kommt man drüben irgendwo erst. Okay. Alles easy, aber. Ja, ich dachte, das Spiel setzt mich am besten auf die Straße und nicht wieder in den See. Ich bin nicht durch, kann. Oh, Entschuldigung. Mal kurz hier richtig aufgeräumt. Oh, da stehen die Leute aber richtig sicher, Alter, wenn ich hier anscheinend oben das umhacken kann. Finde ich gut. Kann ich hier wirklich einfach rein? Oh ja, geil. Guten Tag, ich bin X-Klassenfahrer. Ich habe echt wenig Kontrolle. Entschuldigung. Panik! Wir dürfen ihn behalten? Ja, das ist ja leicht sexy. Wir haben jetzt eine X-Klasse. Ja, geil. Ja, das ist ja leicht Porno. Das ist ja leicht Porno. Und wir Teile. Oh, so, drei Parts. Ich wünsche euch allen einen guten und sicheren Renntag. Nicht gut, nur sicheren Renntag. Während gerade im vollen Hintergrund die X-Klasse mal ganz kurz den Platz aufgeräumt hat. Geil. Der Typ hat Humor. Ah, Gewinn, Geld. Geil. Ja, perfekt für mich. Ich wollte die Details lesen, nicht zurück. Nein, ich wollte nicht auf die Leichtigkeit. Kommt ins Verkaufszentrum für Rennen. Nein, ich will jetzt einfach. Ah, fick dich doch ins Knie. Guck, was der hier hat. Test erprobt. Ah, okay, gut. Bam. Lösung. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Hub, weil wir haben jetzt eher keine Rennen mehr. Nächstes Mal fahren wir dann also dementsprechend. Wir fahren ja noch den Roadtrip, machen wir ja noch, keine Sorge. Ich will ja erstmal Disziplin durchhaben. Nächstes Mal machen wir erstmal Freestyle. Ich glaube, Freestyle war es, ne? Freestyle. Jetzt habe ich voll das Musikvideo im Kopf. Auf jeden Fall. Gucken wir mal ganz kurz. Ich will nämlich mal kurz gucken, was kann man bei diesem Raid-Fahrzeug noch tunen? Oder kann man. Hallo? Hallo? Warum ist mein Home jetzt nicht mehr aktiv? Sag mal! Home! Nein, nicht Wassersprung. Ah, die Aktivitäten können wir auch alle mal fahren. Stimmt, die sind ja hier sogar alle. Können wir doch machen. Slalom, die müssen wir alle mal machen, weil dann können wir unsere Autos upgraden und Geld verdienen. Weil ich will auf jeden Fall noch irgendein cooles Auto hier in meiner Beta mir holen. Ich will auf jeden Fall irgendein cooles Auto noch in der Beta haben. So, wo stehen die Kisten jetzt eigentlich alle? Da steht unser TT. Auf oder. Hier drüben was. Ah, ich kann ja mal noch ein Auto hinplatzieren. Ah, okay, hier steht ein Luftfahrzeug. Okay. Kann ich hier hoch? Nee. Ich weiß, ob es so funktioniert. Ich habe es in einem Video gesehen, aber hier geht er nicht. Kann ich eigentlich da jetzt theoretisch auch den XD-Klasse hinstellen? Warte mal. Ja, kann ich. Okay. Ich will nicht mal gucken, ob ich ihn tunen kann. Boah, warte, einfach das Ding. Oh, es geht aussehen. Ah, Felgen und Bremsmittel. Oh. Mehr geht nicht. Okay, im Raid ist leider alles fertig. Das ging ja vorher, konnte man Raid-Fahrzeuge tunen. Schade, das finde ich leider ein bisschen langweilig. Okay, man kann nichts tunen. Schade. Dann halt nicht. Okay, ich wollte halt mal gucken, ob man die tunen kann. Kann man nicht. Schade. Ist sehr schade. So, dann haben wir noch eine Disziplin übrig. Freestyle. Die werden wir dann kommende Folge hier angehen bei Let's Play The Crew 2. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst auf jeden Fall gerne Daumen oben. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier wieder in den wunderschönen USA. Bis dann. Tschüss.